هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, sicherlich hast du auch schon mal die Erfahrung gemacht, jemandem eine Güte erwiesen zu haben. Dieser würde sie aber nicht kennen und bestreiten. Die Güte zeigt sich nicht in seinem Dank. Obendrauf schmollt er noch und zieht eine finstere Miene. Eine schmerzhafte Erfahrung, die wir immer wieder machen. Das Leben ist voll von dieser Sorte der Menschen, die keinen Dank kennen und Worte wie möge Allah es dir mit dem Besten vergelten, sind für sie Fremdsprache. Lächeln gehört bei ihnen zum Wissen des Verborgenen. Drum lass sie und ihre Kränkung. Das Leben ist viel zu kurz, um es in ihrer Kritik oder im Zorn gegen diese Form der Menschen zu verschwenden. Widme dich viel lieber dem Ash-Shakur zu, dem Dankbaren, ein Name Allahs, und belebe die Ruinen deines Herzens. Sinn über diesen prachtvollen Namen und streich dir die Falten des mühseligen Lebens von der Stirn. Allah Ta'ala sagt, Allah ist dankbar und allwissend. Allah ist dankbar und allwissend. Betrachte auch die Zusammenkunft dieser zwei Namen. Es ist keine willkürliche Auswahl. Die Namen werden bewusst zusammengesetzt. Hierin ist eine Aufmunterung des Dieners. Denn wie oft passiert es, dass man Gutes tut und es wird vergessen oder überhaupt nicht gewusst, selbst wenn die Person dankbar sein mag. Aber Allah ist nicht nur dankbar, er ist auch allwissend. Nichts geht bei ihm verloren, selbst wenn es nur einem Staubkorn gleichkommen würde. Er sagt auch, wenn ihr Allah ein gutes Darlehen gibt, würde er es euch vervielfachen und euch vergeben. Und Allah ist stets zu dankbereit und nachsichtig. Und er sagt, und sie werden sagen, alles Lob gehört Allah, der den Kummer von uns hinweggenommen hat. Unser Herr ist wahrlich allvergebend und dankend. Hier werden Vergebung und Dank zusammengebracht. Was hat das zu bedeuten? Was für eine Relevanz hat der Dank zur Vergebung? Dass Allah seinen Dienern dankt, ist selbst eine Gnade. Wenn sie Gutes tun, vergeltet er es ihnen bis zu 10-fach, bis 700-fach oder mehr. Aber beachte, dass es kaum eine Tat gibt, die nicht irgendwo irgendwelche Mängel aufweist. Dazu kommt noch, dass die Menschen, die Dschinn, die Engel und alles, was es noch so gibt, selbst wenn sie alle von Allah Ta'ala vom Morgengrauen bis zum Finster der Nacht anbeten würden, so würden sie seiner Herrlichkeit nicht gerecht werden. Aber er nimmt ihre Taten trotzdem an und begegnet sie noch mit dem Dank. Das ist die Vergebung im Dank. Er bedankt sich bei dir für die frommen Handlungen, die er dir auferlegt hat. Er hat sie nicht zu seinem eigenen Vorteil aufgetragen, sondern für deinen eigenen. Wenn du sie dann ausführst, gebührt eigentlich ihm der Dank, aber er dankt dir wegen seiner Gutmütigkeit. Wie äußert sich dieser Dank oder was ist die Beschaffenheit dieses Dankes? Das ist eine Frage, deren Antwort nur begrenzt möglich ist, genauso wie sein Wesen von uns begrenzten Wesen nur bruchweise verstanden werden kann, genauso kennen wir das äußerste Maß seiner Eigenschaften nicht. Aber dennoch können wir einige Spuren dieses Dankes kennenlernen. Das Vergeben der Sünden, das Verhüllen der Schandtaten, er lässt die Löhne voll zukommen und vervielfacht sie, gibt, wem er will, Gesundheit, Unversehrtheit, Kinder, Vermögen und Leben. Er erhört deine Bittgebete, lässt dich seine Geselligkeit fühlen, wenn du dich ihm annäherst. Er hat dich aus Situationen gerettet,
in denen vielleicht andere draufgegangen sind, dich vor Krankheiten bewahrt, die andere befielen, dich aus Situationen gestärkt, in denen andere gebrochen wurden. Er hat dich recht geleitet, während viele umherirren. Er festigte dich auf der Rechtleitung, während viele umkehren, die klüger und intelligenter sind als du. Besonderer Dank gilt den Spendenden. Darum prägt Allah Ta'ala ein Gleichnis. Er sagt, das Gleichnis derjenigen, die ihren Besitz auf Allahs Weg ausgeben, ist das eines Saatkorns, ein einziges Korn, das 7 Ähren wachsen lässt. Und in jeder Ähre 100 Körner. Allah vervielfacht, wem er will, und Allah ist allumfassend und allwissend. Ein Korn deiner Handlung gedeiht durch seine Gunst und Gutmütigkeit zu 700 und mehr. Ein anderer Aspekt seines Dankes ist, dass er die Namen seiner Diener erhöht, ihren Ruf erhöht. Schau dir das bei den Gesandten an. Sie haben sich auf seinen Weg abgemüht und er erhob ihren Ruf. Ihre Namen schallen auf der Welt. Er hat sie zu Vorbildern gemacht, ihre Geschichten und Namen in den Offenbarungen für immer verewigt. Bedenkt diese Würdigung. Bedenkt dabei, dass es sich hierbei aber um seine geschaffenen Diener handelt, die vor ihrer Existenz nichts waren. Und dennoch sagt er, und gedenke im Buch Ibrahims, er war ein wahrhaftiger und Prophet. Und gedenke im Buch Musas, gewiss, er war auserlesen und er war ein Gesandter und Prophet. Und gedenke im Buch Ismails, gewiss, er war wahrhaftig in seinem Versprechen und er war ein Gesandter und Prophet. Er hat den Namen Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit seinem Namen verbunden, im Glaubensbekenntnis und in dem Adhan, der minütlich irgendwo auf der Erde aufgerufen wird. Zu seiner Dankbarkeit gehört, dass er selbst die winzigsten Taten anrechnet. Allah Ta'ala sagt, wer nun im Gewicht eines Staubkörnchens Gutes tut, der wird es sehen. Er hat eine Frau ins Paradies gelassen, weil sie einen Hund drängte. Eine andere, weil sie bei eigenem Bedarf eine halbe Dattel spendete. Ein anderer ließ sich aus Furcht vor Allah verbrennen und seine Asche ins Meer streuen und er vergab ihn. Der Besitzer einer berühmten Supermarktkette auf der arabischen Halbinsel erzählt seine Geschichte, dass er ein einfacher Angestellter war, der seinen Lohn mit seiner Frau aufsparte, um sich ein Haus zu erkaufen. Als die benötigte Summe fast zusammengekommen war, betete er in einer Moschee und hörte die Worte, die zum Aufbau der Moscheen anspornen. Wer für Allah eine Moschee aufbaut, errichtet, selbst wenn es nur wie das Nest eines Vogels ist, dem errichtet Allah ein Haus im Paradies. Die Worte trafen ihn und er ging in derselben Nacht zu seiner Frau und erzählte ihr von seinem Vorhaben. Auch die Frau entschied sich, an diesem Projekt zu beteiligen. Stell dir vor, sie haben jahrelang gearbeitet und abrupt ändern sich die Pläne, für die man geschuftet hat. Änderungen für Allah entspringen aus einem Herzen, die begierig sind um ihre Zukunft. Aber die Zukunft ist nicht das Alter von 30 oder 40 oder 50. Die Zukunft ist der Morgen, den Allah Ta'ala in folgender Aussage erwähnt: O, die ihr glaubt, fürchtet Allah und eine jede Seele schaue, was sie für morgen vorausschickt und fürchtet Allah. Er erzählt, dass sie nach dem Bau der Moschee erneut Gelder sammelten. Er öffnete einen Laden und dieser lief so gut, dass er im ganzen Land mehrere Filialen öffnete. Das ist eine Folge des Handels mit Allah, wenn man aufrichtig ist und reines Vermögen investiert. Allah Ta'ala sagt, mein Diener, gib aus, damit man für dich ausgebe. Manchmal hebt Allah Ta'ala diesen Lohn aber auch auf, für einen Tag, an dem du ihn eher gebrauchen wirst, den Tag der Abrechnung. Du betest ihn vielleicht 50 oder 60 Jahre an. Vieles davon sind ganz belanglose Sachen, wie der Schlaf, in dem du mindestens ein Drittel deines Lebens verbringst. Oder sonstige legitime Handlungen, die er dir als Anbetungen anrechnet, nur wegen den Absichten. Dann belohnt er dich dafür mit einem Paradies, dessen Breite die Himmel und die Erde sind, nicht weil du es verdienst,
aber aus Gutmütigkeit. Und obgleich er es ist, der dir dies überhaupt ermöglicht hat, das ist der Dank des Allergütigsten. Allahumma a'inna ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik. Rabbana ahlum anna waghfir lana wa akrim nuzulana ya akram al-akramin. Rabbana atina fi dunya hasana wa fi al-akhirati hasana wa qina azab al-nar. Rabbana ja'alna li an'umika shakirin wa bi dhikrika lahijin wa ala dinika mustaqimin. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين حيث كانوا في شرق الأرض أو غربها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.